Habt ihr schon mal was von der in Israel entwickelten Spionagesoftware Pegasus gehört? Ich bin sicher, dass vielen von euch schon so einiges über jenes gespenstische Abhörsystem zu Ohren gekommen ist. Geschichten wie die des Journalisten Jamal Khashoggi, der 2018 durch Saudi-Arabien im Vorfeld seiner Liquidierung mit Hilfe genau dieser von der israelischen Firma NSO Group entwickelten Software ausspioniert worden war. Dies wurde zwar seitens der NSO Group immer wieder bestritten, konnte aber im Rahmen des sogenannten Pegasus-Projekts, an dem mehr als 80 Journalisten von 17 Medienorganisationen aus 10 Ländern beteiligt waren, bewiesen werden. Und eines könnt ihr mir glauben, die Schlussfolgerungen dieser Untersuchung werden euch die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Private israelische Spionagesoftware wurde dazu genutzt, um weltweit Handys von Journalisten und Aktivisten zu hacken. Das Pegasus-Projekt stützt sich dabei auf Daten einer geleakten Liste mit rund 50.000 Telefonnummern, welche von verschiedenen Regierungen mit Hilfe der israelischen Software ausspioniert wurden. Die Untersuchung richtet sich dabei direkt an die Regierungen von 10 verschiedenen Ländern, die diese Software angeblich missbraucht haben, um Journalisten, Oppositionelle und politische Aktivisten unkontrolliert zu überwachen und zu verfolgen. Eines dieser Länder ist eben Saudi-Arabien. Und ja, unter den ausspionierten Nummern war auch die von Khashoggi, die seiner Frau und die einiger seiner Kontaktpersonen. Passt auf, denn wir sprechen hier auch von Spionage auf allerhöchster Ebene. Ihr wisst zum Beispiel, dass Indien und Pakistan zwei Atommächte sind, die man nicht gerade als beste Freunde bezeichnen kann, nicht wahr? Okay, dann schaut euch mal Folgendes an. Pakistan mischt sich in den Pegasus-Streit ein. Es wirft Indien vor, Imran Khan auszuspionieren und fordert eine UN-Untersuchung. Imran Khan ist dabei niemand anderes als der damalige Premierminister von Pakistan. Und natürlich ist die indische Regierung eben eine jener 10 Regierungen, die das Pegasus-Projekt im Visier hat. Aber diese Geschichte geht noch viel weiter. Ich versichere euch, dass viele von euch nach diesem Video Agenten-Thriller à la James Bond, Jason Bourne oder Fauda mit ganz anderen Augen sehen werden. Doch wie funktioniert diese Überwachungssoftware Pegasus und wofür genau wurde sie eingesetzt? Ist ihr Einsatz eine gute oder eine eher schlechte Sache? Und wie hat die neue israelische Regierung auf die Enthüllungen und Skandale rund um das Pegasus-Projekt reagiert? In diesem Video werden wir all diese Fragen natürlich klären. Und da es hier um das Thema sichere Kommunikation geht, darf was nicht fehlen? Genau, ein Hinweis darauf, wie auch ihr eure Kommunikation im Netz absichern könnt. Na, habt ihr da eine Idee? Wir schon. Surfshark VPN, jenes sichere VPN, welches dieses und auch viele andere unserer Videos finanziell unterstützt und somit erst möglich gemacht hat. Und wisst ihr was? Wir machen sehr gerne Werbung für Surfshark, denn im Gegensatz zu vielen eher unseriösen Sponsoren, die auf anderen YouTube-Kanälen ihr Unwesen treiben, von uns jedoch reihenweise abgelehnt werden, handelt es sich bei Surfshark um ein Angebot, das ich auch persönlich in Anspruch nehme und ohne Bedenken weiterempfehlen kann. Aber was bringt euch ein VPN eigentlich? Nun, zum einen erschwert es allen möglichen Leuten, von Angreifern über Behörden bis zu Werbetreibenden, eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Nein, Pegasus kann es nicht stoppen, aber vieles andere. Es bietet unzählige Sicherheitsfeatures, mit denen ihr eure Anonymität und Abhörsicherheit im Netz erhöht, zum Beispiel Clean Web, das alle Cookies, Pop-ups und auch fortgeschrittene Identifizierungs- und Nachverfolgungsmechanismen sicher blockt und die damit verbundenen Gefahren beseitigt. Ein weiterer Vorteil dieses VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. Und Surfshark bietet da eine ganze Latte von Servern in vielen verschiedenen Ländern an. So könnt ihr zum Beispiel auf Websites und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem ihr gerade seid, nicht verfügbar sind, ohne Zensur und Geoblocking, ob daheim oder im Urlaub. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen? Mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. So bekommt ihr einen lückenlosen Schutz und ihr wisst ja, nur der Paranoide überlebt. So, und wenn ihr den Rabattcode politik.de angebt, bekommt ihr von Surfshark auch noch einen Rabatt in Höhe von 83% und obendrein die ersten 3 Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit gleichzeitig auch uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des PayPal-Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und nun zurück zu Pegasus und unseren Fragen, welche wir wie so oft beantworten wollen, indem wir zunächst einen kurzen Blick in die Geschichte werfen. Spectre.
Wenn ihr den Bond-Film Spectre gesehen habt, werdet ihr euch daran erinnern, dass sich die Nebenhandlung des Films um ein massives Spionageprogramm mit dem Namen Nine Eyes dreht. In diesem Film verhandeln die neuen Großmächte der Welt über die Umsetzung des Abkommens zur Terrorismusbekämpfung mit Hilfe totaler Überwachung. Nun, es scheint, dass ein Ingenieur der NSO Group in Israel den Film gesehen haben muss und anschließend dachte, das müsste doch zu machen sein. Dann mal ran an die Arbeit. Die neuesten technologischen Entwicklungen der NSO Group ermöglichen den Zugriff auf private Telefone durch Zero-Click-Angriffe. Das heißt, das Spionageopfer muss noch nicht mal einen bösartigen Link oder ähnliches öffnen, um in die Fänge dieser Software zu geraten. Außerdem kann der zahlende Kunde ab dem Moment, in dem das Telefon mit Pegasus infiziert ist, die vollständige Kontrolle über das Gerät übernehmen. So kann er beispielsweise die Nachrichten, Fotos und E-Mails im Telefon auslesen und gegebenenfalls auch manipulieren. Außerdem kann er eure Anrufe aufzeichnen, heimlich eure Kameras oder Mikrofone aktivieren und die Inhalte von verschlüsselten Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram oder Signal mitlesen. Um an WhatsApp-Konversationen heranzukommen, hat die israelische Firma ein Programm entwickelt, mit dem sie den Netzwerkverkehr in der Anwendung präzise emulieren konnte. Auf diese Weise konnten sie Schadcode übertragen, der von den WhatsApp-Servern nicht erkannt wurde. Und seht euch nur die Reaktion des allmächtigen Facebook bzw. heutigen Meta-Konzerns an, als er diese Machenschaften aufdeckte. WhatsApp beschuldigt und verklagt den Hersteller der Handyspyware NSO Group wegen Zero-Day-Anrufen. Diese Klage wurde im Oktober 2019 eingereicht, fast 2 Jahre bevor der Skandal um das Pegasus-Projekt bekannt wurde. Damals gab WhatsApp an, dass das israelische Unternehmen versucht hatte, mindestens 1400 Nutzer zu hacken. Dies sollte ein Weckruf für Technologieunternehmen, Regierungen und alle Internetnutzer sein. Werkzeuge, welche die Überwachung unseres Privatlebens ermöglichen, werden missbraucht und die Verbreitung dieser Technologie in den Händen von unverantwortlichen Unternehmen und Regierungen bringt uns alle in Gefahr. Will Cathcart, Chef von WhatsApp. Tatsache ist, dass sich unter den rund 50.000 Telefonnummern auf der vom Pegasus-Projekt untersuchten Liste viele pro-demokratische Aktivisten, Geschäftsleute, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und zahlreiche führende Politiker befinden, oft natürlich Gegner der jeweiligen Regierung. Und wenn das nicht schon sehr ernst klingt, dann stellt euch vor, wie gefährlich es sein kann, als Journalist in einem Land wie Mexiko, einer wahren Hölle für die Pressefreiheit, ausspioniert zu werden. Nun, ihr müsst es euch nicht vorstellen, denn das ist schon geschehen. Hier ist zum Beispiel der Fall von Cecilio Pineda. Ein 2017 ermordeter mexikanischer Journalist wurde zuvor von der Pegasus-Software ausspioniert. Ein Feature von Pegasus besteht nämlich darin, dass durch den Zugriff auf die Sensoren des Telefons auch die Bewegungen einer Person aufgezeichnet und der Standort in Echtzeit fast punktgenau verfolgt werden kann. Und auf diese Weise wurde Cecilio Pineda in einer Autowaschanlage getötet, nachdem ein mexikanischer Kunde von SCO es eine Woche vorher auf ihn abgesehen hatte. Und ihr könnt euch sicher denken, was nie gefunden wurde. Richtig, sein Telefon. Tatsächlich war Mexiko das Land, in dem die meisten Telefonnummern mit diesem System ausspioniert wurden, zumindest laut der veröffentlichten Liste. Es ist zum Beispiel bekannt, dass während der Regierung Peña Nieto mehrere Regierungsbehörden Pegasus verwendet haben. Die Rede ist von mehr als 15.000 Mobiltelefonen. Unter den Zielpersonen waren nicht nur Kriminelle, sondern zahlreiche Journalisten, Aktivisten und führende Politiker, wie beispielsweise der derzeitige Präsident Andrés Manuel López Obrador. Und diese Situation wirkt noch viel schlimmer, wenn man sich den Fall von Tomás Cerón anschaut. Die Rede ist von einem Mann, der als Schlüsselfigur innerhalb der Regierung Peña Nieto galt und über den Kauf von Überwachungstechnologien durch die Regierung entschied. Ein Mann, der dachte, 15.000 Mexikaner ohne richterliche Genehmigung auszuspionieren, sei eine tolle Sache. Und genau dieser Beamte wird seit Jahren wegen Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen im Fall der Massenentführung in Iguala im Jahr 2014 gesucht, bei der 43 Studenten, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, über Nacht verschwanden und später ermordet wurden. Tomás Cerón spielte nämlich eine entscheidende Rolle bei der Vertuschung dieser Geschehnisse. Tja, und jetzt scheint es, dass ihm seine Geschäftskontakte sehr zugute gekommen sind. Der von der mexikanischen Justiz gesuchte Tomás Cerón sucht Zuflucht in Israel. Die NSO Group behauptet natürlich, dass die Software nur an Regierungen und Sicherheitsbehörden in rund 40 Ländern verkauft würde, um Verbrechen und Terroranschläge zu verhindern. Aber genau wie bei Spectre liegt die Gefahr bei Pegasus natürlich darin, was passiert, wenn das Ganze in die falschen Hände gerät. Das israelische Unternehmen versichert zwar vehement, dass es die Menschenrechtslage seiner Kunden prüft, bevor es ihnen Software verkauft. Es hat sogar Auszüge aus Verträgen mit seinen Kunden veröffentlicht, in denen festgelegt ist, dass sie ihre Produkte nur für Ermittlungen
im Bereich Kriminalität und nationale Sicherheit verwenden dürfen. Aber Papier ist bekannterweise geduldig und sobald die Software verkauft und einsatzbereit ist, hat die NSO Group natürlich keine Kontrolle mehr darüber, wie und wozu genau sie eingesetzt wird. Und es ist vollkommen klar, dass viele Regierungen überhaupt nicht die Absicht hatten, ihre Verträge mit der NSO Group einzuhalten. Aber ich denke, jetzt ist die richtige Zeit zu erfahren, welche Regierungen genau vom Pegasus-Projekt ins Visier genommen wurden und welche Enthüllungen dabei ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Also, hört gut zu. Liebesgrüße aus Rabat. Am Anfang dieses Videos haben wir euch zum Beispiel von den Verbindungen zwischen der Pegasus-Software und Saudi-Arabien erzählt. Eine Verbindung, die als Teil des Kampfes gegen den Iran, ihren großen gemeinsamen Feind, gesehen werden kann. Aber liebe Visualpolitik-Fans, das ist noch nicht alles. Die Untersuchung weist direkt darauf hin, wie Pegasus von den sunnitischen Monarchien genutzt wird, mit denen Israel, welche Überraschung, vor kurzem seine diplomatischen Beziehungen normalisiert hat. Die Rede ist natürlich von Bahrain, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Tatsächlich vervollständigen die beiden letztgenannten Länder das Podium jener Herrscher, die mit Pegasus die meisten Telefone ausspioniert haben. Und wieder einmal ist das größte Problem sowohl für Israel als auch für die NSO Group, dass sie nicht wissen können, was ihre Kunden letztendlich im Schilde führen. Projekt Pegasus, Emmanuel Macrons Mobiltelefon von Marokko angezapft. Diejenigen von euch, die Visualpolitik regelmäßig verfolgen, werden sich zum Beispiel an unser Video über den algerisch-marokkanischen Erdgaskrieg erinnern. Darin haben wir euch davon berichtet, dass Marokko mit der israelischen Software tausende von Telefonen ausspionierte, von denen die meisten der algerischen Elite gehören. Ich werde euch dieses Video natürlich verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Und schließlich wurde Pegasus auch noch von ein paar guten Freunden Benjamin Netanyahus genutzt. Ich spreche in diesem Fall von den Regierungen Brasiliens, Ungarns und Indiens. Und auch die von Aserbaidschan, Kasachstan und Ruanda, die allesamt nicht gerade als Vorzeigeländer bezüglich Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit gelten. Vor diesem Hintergrund scheint es, dass Vereinbarungen zur Cyberüberwachung eine der wichtigsten Trümpfe Netanyahus bei Verhandlungen mit ausländischen Staatsoberhäuptern waren. Tja, in der Politik muss man eben nicht alles zur Verhandlungsmasse machen, um mehr Macht zu gewinnen, aber man kann es. Recherchen haben ergeben, dass die ungarische Regierung von Viktor Orban Pegasus in ihrem sogenannten Krieg gegen die Medien einsetzt und dabei unter anderem investigative Journalisten abgehört hat. Natürlich gibt es auch Länder, in denen es Journalisten noch schlechter geht, wie zum Beispiel Marokko. Da gibt es zum Beispiel den Fall des derzeit inhaftierten Omar Radi. Aber nur um es noch einmal klarzustellen, wir reden hier nicht über ein zweitrangiges Problem. Das Einschüchtern und Schikanieren von Kritikern ist dank Pegasus einfacher, billiger und totaler als jemals zuvor geworden. Schließlich hat die Digitalisierung ja auch dafür gesorgt, dass viel sicherer kommuniziert werden kann. Im analogen Zeitalter war es quasi unmöglich, sich vor dem Abhören von Telefonaten oder dem Abfangen von Briefen zu schützen. Die Behörden hatten zumindest aus technischer Sicht den vollen Zugriff, sowohl in den Vermittlungsstellen als auch den Postämtern. Zwar war die Massenüberwachung schwieriger, aber einzelne Angriffe viel einfacher als heute. Durch heutige Möglichkeiten der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über alle möglichen Protokolle von HTTPS über IP-Telefonie bis hin zu Messengern wie Signal haben Behörden meist jedoch keine Chance, an die Nachrichten oder Gesprächsinhalte zu gelangen, solange sie nicht direkt auf die Endgeräte Zugriff erlangen. Kriminelle, Terroristen und alle anderen möglichen düsteren Gestalten können daher, falls sie etwas von der Materie verstehen und ihre Endgeräte schützen, so ungestört kommunizieren wie nie zuvor. Daher ist es klar, dass Geheimdienste und Sicherheitsbehörden, wenn sich nichts ändert, diese Art von Software weiterhin nutzen werden, um das Gleichgewicht wieder etwas zu ihren Gunsten zu verschieben. Auch das deutsche BKA erwarb Pegasus, allerdings angeblich nur in einer abgespeckten Version, in der bestimmte Funktionen gesperrt sind, um Missbrauch zu verhindern. Gut, wollen wir mal hoffen, dass das stimmt, denn manchmal kann es auch passieren, dass man mit Hilfe einer solchen mächtigen Überwachungswaffe am Ende einen Staat im Staate erschafft. Was ich damit meine? Nun, schaut euch mal Folgendes an. Projekt Pegasus, der König von Marokko und sein Gefolge auf der Liste der potenziellen Spionageziele. Nur einen Monat bevor der Skandal um das Pegasus-Projekt publik wurde, kam es in Israel zur Bildung einer neuen Regierung, womit die Ära Netanyahu vorerst zu Ende ging. Der Punkt ist, dass sich die neue Exekutive in einer überaus angespannten Lage wiederfand. Das israelische Gesetz zur Kontrolle von Verteidigungsexporten aus dem Jahr 2007 verlangt nämlich, dass Unternehmen ein strenges Genehmigungsverfahren durchlaufen. Es wurde verabschiedet, nachdem sich die USA beschwert hatten, dass Israel Waffen an China verkauft. Aber natürlich, wenn man sich ansieht, was danach passiert ist, sieht es nicht so aus, als ob die israelischen Kontrollen wirklich effektiv gewesen wären. Und so langsam beginnt man das auch in Israel zu begreifen, sogar innerhalb der Regierung selbst.
Laut dem Minister für Diaspora-Angelegenheiten schadet der NSO-Spionageskandal den diplomatischen Interessen Israels. Okay, dieser Mann ist nicht gerade der wichtigste Minister in der Exekutive. Immerhin besteht die 8-Parteien-Koalitionsregierung Israels aus sage und schreibe 27 Ministerien, damit ja keiner zu kurz kommt. Aber hey, einer von ihnen hat das Problem immerhin schon angesprochen. Übrigens, die Veröffentlichung der Enthüllungen des Pegasus-Projekts war ein direkter Schlag für die NSO Group und zwar nicht nur für das Unternehmen selbst. Denn ihr Hauptanteilseigner ist seit Anfang 2019 Novalpina Capital, ein britisches Private Equity Unternehmen, das eine Mehrheitsbeteiligung an der israelischen Firma erworben hat. Die implizite Bewertung der Transaktion brachte die NSO Group damals in den exklusiven Club der sogenannten Einhörner, das heißt der Startups, die einen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar erreichen. Nun, und der Spionageskandal hat auch die Anteilseigner wachgerüttelt. US-Berater stehen Schlange, um den Fonds zu leiten, dem das israelische Spionageunternehmen NSO gehört. Der größte Investor von Novalpina Capital ist niemand anderes als der öffentliche Pensionsfonds des US-amerikanischen Bundesstaates Oregon. Ein Fonds, dessen Manager sich jetzt große Sorgen um die Zukunft ihrer Investitionen machen und um die Altersversorgung der Oregoner Beamten. Die Hauptfrage ist jedoch, was die israelische Regierung zu tun gedenkt. Nun, genau das nehmen wir jetzt etwas genauer unter die Lupe. Leben und sterben lassen. Israels Cybersicherheitsbranche boomt wie nie zuvor. Laut der Risikokapitalfirma YL Ventures haben israelische Startups im Jahr 2021 die Rekordsumme von fast 9 Milliarden Dollar eingesammelt. Außerdem wurden 9 Unternehmer aus dem hebräischen Land in den erlesenen Club der globalen Einhörner aufgenommen. Der Erfolg dieser Branche erstreckt sich auch auf die politische Arena. Die neue israelische Regierung hat enge Verbindungen zur Cybersicherheit. Das spielt der NSO Group natürlich in die Hände. Der derzeitige Ministerpräsident Naftali Bennett wurde zum Beispiel zum Multimillionär, indem er das von ihm gegründete und auf den Bankensektor spezialisierte Online-Sicherheitsunternehmen Sciota verkaufte. Aber wie sich herausstellt, ist Bennett nicht der Einzige. Ayelet Shakid, Bennetts rechte Hand und derzeitige Innenministerin, ist eine Softwareingenieurin, die in der Hightech-Industrie von Tel Aviv Karriere gemacht hat. Und sie ist auch eine enge Freundin von Shiri Dolev, der Präsidentin der NSO Group. Der Verteidigungsminister General AD Benny Gantz war Präsident von Fifth Dimension, einem Unternehmen, das sich auf das Aufspüren von Smartphones durch Spionageprogramme für die Polizei und auf Terrorismusbekämpfung spezialisiert hat. Fifth Dimension gibt es heute nicht mehr, aber ein anderer Mann aus der Führungsetage der Firma und früher sogar ein hohes Tier bei Mossad, Ram Ben Barak, ist derzeit Vorsitzender des Verteidigungs- und Außenausschusses des israelischen Parlaments. Das ist genau jener Ausschuss, der für die Überwachung der Cyberexporte des Landes zuständig ist. Wie ihr seht, sind die Verbindungen zwischen dem privaten Cybersicherheitssektor und öffentlichen Einrichtungen sehr eng. Das, was also Anfang November geschah, bringt die israelische Regierung in eine sehr unangenehme Lage. Die USA setzen die israelische Firma NSO Group wegen der Verwendung von Spionagesoftware auf die schwarze Liste. Es handelt sich um dieselbe schwarze Liste von Handelssanktionen, auf der auch das große chinesische Unternehmen Huawei steht. Und das Ganze bedeutet, dass die Verwendung von US-Technologie in den Produkten der NSO Group absolut verboten ist. Aber die Reaktion der israelischen Regierung auf die Pegasus-Software war die gleiche wie immer. Man versprach sicherzustellen, dass alle israelischen Cyberexporte von der Regierung in Übereinstimmung mit internationalen Vereinbarungen geregelt werden. Dies wurde auch von Yair Lapid betont, dem derzeitigen Außenminister, der nach den Vereinbarungen der Regierungskoalition turnusgemäß Israels nächster Ministerpräsident werden wird. I don't think there's another country in the world which have such strict rules according to cyber warfare and that is imposing those rules more than Israel and will continue to do so. Der Schritt der beiden Regierungen hatte jedoch direkte Folgen für NSO. Die Ratingagentur Moody's stufte das Unternehmen auf Ramschniveau herab. Laut der Ratingagentur ist die NSO Group in hohem Maße vom Verkauf neuer Lizenzen für seine Software abhängig, was angesichts der Maßnahmen der USA immer schwieriger zu erreichen sein wird. Tja, schlechte Nachrichten also für Oregons Rentner. Israels NSO Group droht nach der Aufnahme auf die schwarze Liste der USA ein Zahlungsausfall von 50 Millionen Dollar. Und ein Unternehmen, das die NSO Group wegen Ausspionierens von Nutzern ihrer Geräte verklagt hat, ist niemand Geringeres
als Apple. Es wurde sogar bekannt, dass NSOs Pegasus das iPhone des preisgekrönten regierungskritischen jordanischen Journalisten Suhair Jaradat gehackt hat, selbst Wochen nachdem Apple eine einstweilige Verfügung erwirkt hatte, die es dem Unternehmen verbieten würde, iPhone-Nutzer ins Visier zu nehmen. Aber der internationale Druck wächst. Wir sprechen hier über einen der vielleicht größten Fehltritte der israelischen Außen-, Sicherheits- und Technologiepolitik. Trotzdem ist es überraschend, dass kaum etwas unternommen wird. Aber wartet einen Moment, denn am 18. Januar 2022 kam eine bahnbrechende Nachricht ans Licht, die alles ändern könnte. Die israelische Polizei nutzt NSOs Pegasus, um Bürger auszuspionieren. Unter den Opfern scheinen einige Bürgermeister und politische Aktivisten sowie ehemalige Regierungsmitarbeiter zu sein. Berichten zufolge wurden sie ausspioniert, ohne dass ein Durchsuchungsbefehl oder eine Abhörerlaubnis vorlag, welche die Überwachung legitimiert hätte. Am 1. Februar gab die israelische Polizei dann zu, dass die Software von ihr tatsächlich schwer missbräuchlich genutzt wurde. Ein weiterer Kalkalist-Bericht enthüllte, dass die Überwachung ohne richterliche Anordnung in Israel sehr weit verbreitet war, einschließlich der Überwachung von Politikern und Regierungsbeamten, Unternehmenschefs, Journalisten, Aktivisten und sogar Avner Netanyahu, dem Sohn des damaligen Premierministers Benjamin Netanyahu. Sogar der derzeitige Polizeipräsident selbst forderte nun einen staatlichen Untersuchungsausschuss. Israel muss jetzt also handeln. Und deswegen entschied der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev, dass ein umfassender Untersuchungsausschuss unter dem Vorsitz eines unabhängigen, pensionierten Richters eingesetzt wird, dessen Befugnisse denen eines staatlichen Ausschusses entsprechen. Die Technologie schreitet voran und verbessert unser Leben. Der Beitrag Israels zu dieser Entwicklung ist einfach beeindruckend, aber manchmal können die Dinge eben aus dem Ruder laufen. Und alles sieht nach einer riesigen Schwachstelle in den Sicherheitsprotokollen der Hightech-Nation aus, immerhin des einzigen demokratischen Staates im Nahen Osten. Schließlich scheint es nicht die beste Idee zu sein, solch eine Software in die Hände jener Personen und Staaten zu geben, die wir euch in diesem Video gezeigt haben, nicht wahr? Jetzt ist nur zu hoffen, dass Israel seinen Pegasus-Saustall endlich ausmistet. Es ist höchste Zeit. Aber jetzt sind die Fragen an euch gerichtet. Was denkt ihr, wie Israel mit der Pegasus-Software umgehen sollte? Wird es der Staat schaffen, die Balance zwischen seinen technischen Fähigkeiten und der sich daraus ergebenden Verantwortung in Bezug auf demokratische Werte wiederherzustellen? Was haltet ihr vom Pegasus-Einsatz in eurem Land und in der EU? Wie immer sind wir auf eure Beiträge und Diskussionen zu diesem Thema schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht, das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der ihr uns helft, dieses Projekt weiterzuführen. Den PayPal-Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald!